Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Wenn ich das Wort Pandemonium lese, denke ich zuallererst natürlich nicht an das klassische alte PS1-Spiel, sondern an Satanica Pandemonium, die großartige Selma Hayek und die eigentlich irgendwie noch großartigere Geschichte, dass Quentin Tarantino ins Drehbuch von From Dusk Till Dawn extra eine Szene geschrieben hat, wo Selma Hayek einem Mann ihren Fuß in den Mund steckt und dann Alkohol drüber laufen lässt und ihn quasi damit füttert, nur damit sich Quentin Tarantino dann selbst in diese Rolle casten kann. Nein, aber um dieses Satanica-Pandemonium geht's in diesem Fall nicht. Wir haben es hier mit einem Film von Quarks zu tun. Ein Film, wo hoffentlich der Name nicht Programm ist. Wobei, der Film ist hierzulande von Tiberius Film ausgewertet worden oder wird ausgewertet am 4. Juli 2024, sowohl auf DVD als auch auf Blu-ray, mit dem Originalplakatmotiv. Dabei bekommen wir in England von Arrow wieder den Film allerdings bereits jetzt, wobei man im Gegensatz zu deutschen Version natürlich hier nicht mit einer englischen Synchro aufwarten wollte, sondern den Film nur im französischen Original mit englischen Untertiteln sehen kann. Yikes! Aber wir bekommen dafür ein etwas seltsames Cover-Artwork, das Arrow Video für diesen Release neu gestalten hat lassen, wo wir eben sehen, dass sich da mehr oder weniger mehrere gleichermaßen verrückte Gedankenwelten offensichtlich in dem Kopf von diesem Kerl abspielen. Wobei ich mir das ehrlich gesagt auch immer wieder vorstelle, dass mein Gehirn in Wirklichkeit aus einer großen Tür besteht, wo jemand anklopft und einfach nur nach blöden Witzen fragt. Aber wir können an der Stelle natürlich auch einmal auf das andere Backcover schauen, wo wir ein bisschen was über diesen Film erfahren, vor allem eben, dass es Strong Bloody Violence gibt. Okay, das klingt ja zumindest schon mal nach etwas, aber wie gesagt, im deutschsprachigen Raum hat der Film zumindest auf dem Vorschau-Artwork von Tiberius eine FSK 16-Freigabe erhalten. Wir können dann einmal einen Blick ins Innere werfen, da bekommen wir auf dem eigentlichen Keepcase von Arrow Video natürlich dasselbe Artwork, das wir auch außen auf dem Schuber hatten und finden dafür dann im Inneren natürlich ebenfalls das gleiche neu gestaltete Artwork auf der Disc, aber eben auch das Original-Artwork auf dem Wendecover. Das ist eben, wie bereits erwähnt, dasselbe Artwork, das wir dann auch auf der deutschen VÖ von Tiberius finden. Wir bekommen allerdings anders als bei Tiberius, wahrscheinlich bei Arrow Video, ein bisschen Bonusmaterial. Cool finde ich übrigens, dass man hier auch das, den Spine und den Backcover an das alternative Design angepasst hat. Aber wir haben hier Bonusmaterial. Auf der einen Seite bekommen wir ein kleines, also klein ist hier wirklich, also absolutes Programm, das ist das A4. Wendeposter eben auch mit den beiden Motiven drauf, beziehungsweise wie man es von Arrow Video nicht anders gewohnt ist, gibt es auch zu Pandemonium ein kleines Booklet, das hier circa 30 Seiten umfasst, das uns allerdings womöglich schon mal zumindest ein paar Bildausschnitte von dem Film liefert, ein paar Informationen natürlich auch in den begleitenden Essays von diesem Release. Das ist in dem Fall mit derselben Farbgebung ausgestattet, die wir eben auch hier auf dem äußeren Cover Artwork haben, das Arrow neu gestaltet. Es gibt sogar ein kurzes Interview mit dem Regisseur bzw. ein Statement von Quarks für diesen Release, beziehungsweise eben die weiteren Informationen zu dem Release, wobei in dem Fall wahrscheinlich wenig Leute überraschen wird, dass dieser neu produzierte Film von Arrow jetzt nicht irgendwie gesondert aufbereitet und adaptiert werden musste und remastered, sondern hier einfach eben quasi das digitale Master übernommen wurde. Quarks übrigens ist der Regisseur, der auch Dinge gedreht hat wie Marginal Tango oder All the Gods in the Sky im Jahr 2018. Keine Ahnung, ob das irgendjemandem hilft. Aber das wieder mal ein Release von Arrow Video, der bei mir definitiv nur aus Gründen der Arrow Video Komplettierung in der Sammlung gelandet ist. Aber wo ich tatsächlich, wenn ich mir den anschauen wollen würde, wahrscheinlich noch einmal auf die deutsche Blu-ray zurückgreifen würde, damit es da eine Synchro gibt.